Busy. Hi Leute, herzlich willkommen bei Tüsi. Tschüss. Und wir kommen heute zu einem Video. Ja, Jungs, wir können doch noch ein Video machen. Der Hacker war gnädig und hat uns unsere Foot Champions Rewards gelassen. Digga, was ist los? Eigentlich muss ich wieder bei dir bedanken, Ehrenbruder. Ich meine, wann hat der Typ die Chance, Elite Rewards, ja? Der macht den kompletten Verein leer, aber unsere Elite Rewards, lass da vorne drauf. Wir haben ja schon mitgerechnet, so hat er weggemacht, alles. Weil ganz ehrlich, das ist bestimmt so ein Lappen, der kommt niemals in die Elite. Ja, ne? Genau. Und zumal, er kann sich auch gern persönlich bei uns melden, weil dann, Lennart hat gesagt, er schickt ihm ein XXXXXL-T-Shirt raus, ne? Dass er mal so eine richtige Lappe hat, der zu ihm passt, ne? Von der Tizi Schubech Army, abgefuckt, den hier. Ja, ich... Was ist los, Jungs? Ja. Also, wer es nicht mitgekriegt hat, am Samstag, also vor 2 Tagen, kam ein Video online. Was, warum, wieso, weshalb wir gehackt wurden. Genau. Ärgerlich. Und wir haben ja wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und es ist eigentlich auch eingetreten, ne? Alles weiter haben wir auf jeden Fall am Samstag im Video erklärt. Warten auf jeden Fall aktuell immer noch auf unsere Spieler, die sind immer noch nicht angetroffen. Ne? Genau. Einige haben wir gehört, haben schon einen Koffer gepackt, ne? Zum Beispiel ein Pelé war halt jetzt im Urlaub. Ja, ne? Ich habe auch gehört, die Flugtickets aktuell für Richtung Tizi Schubech sind noch nicht gebucht worden. Also ich hoffe, die werden bald gebucht. Man muss auch sagen, alle sind halt auch sehr verängstigt im Verein. Ne? Man muss halt sagen, Pelé, habe ich mitbekommen, guckt nicht mal mehr hoch, weil er wurde vom Hacker richtig penetriert. Der wurde gefesselt, ne? Pelé wurde gefesselt und Rüllet. Eigentlich können wir drüber gar nicht lachen. Und Rüllet hat die Haare abgeschnitten. Bekommen, ne? Dem geht es jetzt aktuell halt gar nicht gut. Man muss echt das Beste draus machen, so wie es jetzt halt läuft. Ist es halt pervers, ärgerlich. Wir gucken mal ganz kurz. Wir hatten uns ja ein paar Sachen noch dagelassen, ne? Hier, 3 Sets. Danke, Digga. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Sack hat unsere Promo-Sets noch weggeballert. Ja. Der wird sich gemütlich eine Pfeife angemacht haben, den Stuhl zurückgelehnt, habe ich gedacht, geil, in der Zeit, wo ich meine 35 Millionen Coins transferiere. Mit Vertongens, ne? Grüße gehen raus an dich, mein Bruder. Lege ich mich hin, rauche ein bisschen Pfeife und gönne mir noch die Promo-Sets auf Tizi Schubechs Nacken, Alter. Der Wichser, aber das ist ja das Vivo, das kann er. Vielleicht Zeitdruck. Sehen. Vielleicht Zeitdruck. Und er ist wirklich Ehrenbruder und er guckt unsere Videos und hat gedacht, Alter, die haben einmal so geschwitzt. Ja. Die haben geschwitzt bis nachts um 4:30. Ungelogen, ganz ehrlich, stimmt eigentlich, das sind die Rewards, wo wir so hart geschwitzt haben. Ne? Ey, wir haben geschwitzt, dass das Arsch, wir haben danach die Stühle austauschen müssen, ne? Weil die waren nass. Die waren einfach nass. Wir mussten so Heizlüfter ausstellen in Richtung Stühle, ne? Dass die Dinger wieder trocken werden, aber... Ach, Jungs, ja, es ist alles richtig räudig. Wir können mal ganz kurz gucken, was können wir denn überhaupt hier Gutes ziehen und was ist denn überhaupt was wert? Wir bräuchten jetzt mal wieder ein bisschen Packluck, ohne Witz, ne? Ah, okay. Die Woche ist nur Crap, Digga. Alexandro, Alter, LF, ne? Halt die Fresse, warum LF? Was ist denn los mit diesem Mann, Alter? Ja, ist auch nicht so der Wahnsinn. Es ist nur Scheiße, es ist wirklich nur Scheiße. Der Einzige, der was wert wäre, dieser Mann hier, ne? Ja, wert. Ja, wäre okay, ich würd mitnehmen und über... Ganz ehrlich, wenn der drin ist, bin ich zufrieden. Ja. Dann bin ich zufrieden mit der Weekend League, wenn Embolo... In dem Set. Ich hol sie mal ab, die Weekend League. Jetzt kommt bestimmt so, oh sorry, the hacker has opened your rerods. Jetzt kommt so ein Wichser raus. Jawohl. 70.000 Münze. Die können wir so gut gebrauchen, ne? Die können wir so gut gebrauchen. Scheiße, Mann. So, ich glaube, du hattest letztes Mal das Ding auf das Set, oder? Ja. Ich würde sagen auch, ich habe mir das Set verdient. Weil ich habe in der zweiten Halbzeit habe ich ihn auseinandergeschraubt. Ja, dann machen wir schon schön Schnickschnack. Digga, du hast gegen den rumgewürgt, er stand 1-1 für die Kontrolle, in der Hand steht 4-1. Digga, ja, aber du hattest auch, also... Okay, Community, schreibt's mal gerne in die Kommentare, wir werden uns jetzt irgendwie einigen, aber schreibt's mal in die Kommentare. Du warst letztes Mal dran, wir wechseln uns eigentlich immer ab. Wer es einfach verdient hat, schreibt's rein. Verdient alle drüber, beide drauf. Kann ich mich nicht drauf einlassen. Oh. Dann, wir schnicken erstmal ums 100k. Wir schnicken jedes Set aus, komm. Ich im Stein. Du? Alles klar, ja. Ich nehme auch fast nur ein Papier, dass ich gewinne. Sehr klar. Jetzt wird nicht Stein, jetzt ist Papier. Jetzt mach doch. Ja, aber kannst du das auch unterschreiben? Hast du unterschrieben, dass du Papier nimmst? Ja. Weil ich nehme. Nee, ich nehme Schere. Okay. Weil dann gewinne ich ja wieder. Alles klar, ne? Dann. Okay, nehme ich Papier. Weißt du, Papier? Ja, ich nehme Papier. Ich habe unterschrieben. Ich habe unterschrieben für Papier. Jetzt mach. Okay. Also, bist du wirklich ein Ehrenbruder? Ja, jetzt mach. Komm. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Ehrenbruder. Er ist wirklich Ehrenbruder. Ich bin Ehrenbruder. Ich bin tief von dir, Digga. Du aber nett, ne? Doch, hab ich schon gemacht. Ich nehme hier, hab ich gesagt. Ja, ja, okay, dann Abfahrt. Let's go. Komm, hopp. Hoffentlich ist was Gutes drin hier in der Scheiße. 95er Pelé.
Na, kann schon mal nicht drin sein, aber... Ja, Casimir war der Weltklasse. Tuck du Blatt. Den können wir nicht mal gebrauchen für unsere Weekend League. Nix. Gar nichts. Das ist nicht mal der, das nennt man der Balljunge. Und dann setzen wir den ein als Balljunge. Balljunge, Digga. Okay, du bist als Balljunge bei Tizi Schubic eingestellt. Da geht's uns eigentlich noch viel zu gut, wenn wir Casimir als Balljunge einstellen können. Bei Ili. Ah! Das brauchen wir. Geil, Alter. Ganz starkes Set. Guck mal, aber das sind schon ein paar Duplikate da, ne? Er hat uns halt ganz zerstört. Ich sag ihm diese Zeit weggelaufen, ja. Ganz ehrlich. In der Hände zerrinnt, ja. Alter, wie eine Sanduhr. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Set. Ich nehme wieder Papier, ne? Kannst du so unterschreiben? Hast du unterschrieben? Ja, hab unterschrieben, komm. Hab unterschrieben. Ich war ein Ehremann. Ehremann? Was nimmst du unterschreibst für dein Ding? Was unterschreibst du? Ja, ich finde jetzt hier die Schere unterschreiben. Gut, dann setz da deine Unterschrift hin. Abfahrt. Du hast dir Papier unterschrieben. Ja, hab ich gemacht. Und ich für die Schere. Ja, komm. Schnick, schnack, schnuck. Ich hab ja Papier unterschrieben. Wenn du dir die Schere nimmst, bist du selbst dann schuld. Alter, hat der mich Kopf gefickt. Ich hab unterschrieben. Ciao, Leben. Bye, have a good time. And I see you again. Ach moin, da bist du ja wieder. Ach Gott, hat er mich gefickt gerade, Jungs. Warum habe ich eigentlich immer noch diesen Dreckskopfhörer im Ohr? Du hoffst immer noch, dass der Hacker sich bei dir meldet, ja. Wahrscheinlich. Hallo? Hier ist der Hacker. Benji, ja. Bist du's? Du wolltest auch mal einen guten Account haben und gewinne. Ja, sorry, Bro, aber dann gib den Account wieder zurück. Hacken ist scheiße, Digga. Egal, was du jetzt machst. Wirklich. Hol einfach nur ein Embolo. Ich verlange nicht so viel von dir, aber ein Embolo. Für die Weekend League, Digga. Abfahrt. Komm, EA. Bitte, Alter. Es lief's. Wir hatten jetzt so viel Pech. 3, 2, 1, let's go. Pixelfehler. Der liegt doch. Danke, EA. Digga, da zieh ich einen 84er, der liegt doch. Eigentlich hat er aber gute Werte. Mein Weg. Komm, Embolo, komm, Embolo, komm, Embolo. Es sind wenigstens 284er drin. Netmon Embolo. Aber die sind halt einfach absolut gar nichts wert, ne? Digga, da kannst du dir sowas von sämtlich tief in deinen Arsch reinstülpen. Den Kanal ist. Der kann richtig tief in den Kanal reingehen. Und der liegt doch genauso, da kann gleich mitfahren. Die können sich alle drei in die Hand nehmen und können bei dir in den Arsch rein wandern. Zack. Zack. Heb sie doch mal auf. Für was soll ich denn die aufheben? Wir brauchen Coins. Warum Coins aktuell? Wow, zack. Wow, dankeschön. Dankeschön, EA. Vielen, vielen Dank. Meine Fratze sind die Scheiße, Alter. Zum Glück haben wir geschwitzt. Also, es hat sich gelohnt, ja. Einen Tag Urlaub zu nehmen. Ja. Zweimal am Tag online zu gehen. Plus, ich glaube, eine SBB haben wir sogar an dem Tag gebracht. Ja, ne? Genau. Wir waren online, ja. SBB gebracht, ja. Online. Insgesamt 14 Stunden online gewesen, ne? Plus ein Tag Urlaub, plus in demselben Raum geschlafen wie der ranzige Wichser von hier nebenan, also, ne? Du hast doch 10 Baumstämme gefällt, Alter. Ah, was fehlt mir noch? Ja, einfach spitze Weekend League für sowas. Wow. Was soll ich dazu noch sagen? Wow. Hallo, Hopp, Jungs, wir sind raus. Wirklich, also. Haut rein, ciao. Ciao.